Hallo, ich bin die Livia Steenken, ich bin 16 Jahre alt und besuche die 10. Klasse des Gymnasiums. Meine Hobbys sind zum einen die Musik, ich spiele nämlich zwei Instrumente, einmal Cello und einmal Klavier und habe in beiden Instrumenten schon mehrere Preise bei Wettbewerben wie Jugendmusiziert gewonnen. Zu meiner Schauspielerfahrung ist zu sagen, ich spiele im Schultheater mit. Zurzeit habe ich die Hauptrolle Alice im Theaterstück Alice im Wunderland. Dann Dreherfahrungen habe ich auch schon gesammelt. Ich habe in dem Kurzfilm Die böse Schwiegermutter die Hauptrolle der Lilly gespielt. Du wächst noch unsere Eltern auf. Fass mich nicht an, sonst schreie ich. Aber das bringt dir doch auch nichts, weil du bist doch genauso in der Patsche wie ich. Ich meine, du hast mir Geld geklaut. Das Geld hab ich dir geliehen, damit du deine heimlichen Saufpartys bezahlst. Jetzt wirst du es mir nicht mehr wiedergeben. Hausarrest wäre ja auch ganz blöd, wenn gerade diese Woche. Okay, du hast gewonnen. Wofür brauchst du denn überhaupt so viel Geld? Du nimmst doch keine harten Drogen, oder? Bist du bescheuert? Nein! Ich weiß auch nicht. Ich habe neulich mir einen Wodka in eine Plastikflasche umgefüllt und jetzt finde ich ihn einfach nicht mehr. Ja, kacke. Ich habe ihn eigentlich ganz sicher in die Schublade rein. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn sonst hingetan hatte. Ja, du warst gestern auch den ganzen Tag da. Ja, deswegen muss er ja hier irgendwo sein. Oder deine Eltern haben ihn eingesackt und du bist richtig am Arsch bei deinen Eltern. Was soll denn das jetzt heißen? Naja, weißt du, als ich hier nur bis um 12 bleiben wollte? Ich meine, das ist doch ganz klar. Kennst du irgendeine, wo der Vater sagt, ja klar, kannst du bei meiner Tochter übernachten, aber mach bitte nicht zu viel Schweinereien. Und als ob deine Eltern so viel gechillter wären. Also als ich beim Rauchen erwischt habe, gab es nur eine lange Diskussion. Die wollen mich dann ernst nehmen. Die wollen dich ernst nehmen? Das bringt's ja voll. Und hat der Professor jetzt aufgehört zu rauchen? Naja, wahrscheinlich hast du recht. Meine Eltern gehen da nicht ganz so cool damit um. Wobei ich das überhaupt nicht verstehe. Ich meine, ich bin doch schon 16 und alle anderen in meinem Alter, die rauchen und saufen. Und ich bin dagegen doch sowieso so brav. Schatz, du bist ein Engel und auch so ein schöner. Die Klappe! Naja, aber das wird schon nicht so dramatisch sein. Bei meiner Schwester haben sie auch überhaupt nichts gesagt, obwohl ich ihnen echt alles erzählt habe. Warte mal, du hast gesagt, du hast die Flasche gestern noch gesehen. Und ja. Gehst du mal gleichzeitig mit deinen Eltern aus dem Haus. Wann sollen sie die dann bitte gefunden haben? Und du hast gerade gesagt, du hast dich mit deiner Schwester gestritten. Also... Oh, dieses kleine Mist...